you know. Shake up the feeling. So come on. Joho, meine kleinen Farmer, und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute bin ich mal an der Playstation, wie ihr sehen könnt, und wir zocken zusammen Sims 4. Das wurde sich von sehr vielen von euch gewünscht und dementsprechend dachte ich mir, komm, spielen wir das mal. In Zusammenarbeit mit EA ist dann dieses schöne Video entstanden. So, wir müssen uns erstmal unseren Charakter auswählen. Ich würde sagen, wir erstellen erstmal den Herrn Benny und anschließend unseren Herrn Praktikanten, der dann auch mal mit hier leben darf, und vielleicht können wir uns da so ein cooles Häuschen bauen, welches dann, sag ich mal, mit Bauhof Weber ein bisschen was gemeinsam hat. So, wir müssen erstmal gucken, also Vorname, warte mal, erstmal Vorname. Vorname, ganz klar, nennen wir erstmal diese Person. Ja. Alt, komm, Benny, heute mal ohne die drei. So, das ist fertig. So, Nachname. Weber. Okay, also das ist Benny Weber. Benny Weber ist der Geschäftsführer von Bauhof Weber. Und ja, dann schauen wir mal. Sind wir ein Kleinkind? Nein, Kind, Teenager? Nein, junger Erwachsener sind wir. Ja, das passt. Standardgang. Okay, das sieht komisch aus. So hochschnöselig. Ne, komm, wir lassen den Standardgang. Ach, was haben wir sonst noch? Das ist Model. Das ist der Model Walk. Aber den wollen wir nicht machen. Das ist der, ich gehe ins Fitnessstudio Walk. Das ist der, ich bin betrunken Walk. Das ist der, guten Morgen Walk. Das ist der Power Walk. Und das ist der Schleiche Walk. Okay, so, wir machen aber Standard. So, was haben wir für eine Stimme? Süß. Nein, das passt nicht, brüchig. Yes, that's okay. Alright, so, Persönlichkeit, warte mal. Fügen Sie einen Sim zu, ja, machen wir später. So, wähle ein Bestreben. Beliebtheit. Was wollen wir denn? Wollen wir beliebt sein? Ich glaube ja. Naja. Okay, wir werden beliebt. Und wir sind ein Witzbold. Manchmal sind wir doch ganz witzig. So, wir sind ein Genie. Ich bin selbstsicher, kreativ und ein Spinner. Okay. Gut. So. Dann müssen wir hier unsere Frisur noch anpassen. Es kann nicht sein, dass wir hier rote Haare haben. Habe ich ja in echt auch nicht. So, komm, wir wollen andere Haare. Ja, alle anzeigen. Nein, was ist das denn wieder? Nein, ich möchte die Frisur behalten. So, warte mal. Braun. Da sehe ich schon ziemlich alt aus. So sehe ich noch älter aus. Warte mal. Das ist braun, okay, das lassen wir. So, wir brauchen noch eine Abendkleidung. Ich würde sagen, komm, das muss doch schwarz. Ach, warte, das ist jetzt unsere Frisur schon wieder. Moment. Okay, die Abendkleidung. Abendkleidung. Jetzt mal, wo können wir das auswählen? Mittel, das passt ja. Haare, Gesichtsbehaarung. Das war's, Make-up. Gesicht können wir ja erstmal so lassen, genau. Gesichtsbehaarung brauchen. Komm, wir brauchen noch einen Bart. Ja, das sieht doch ganz schick aus. So, okay, Hüte brauchen wir nicht. Accessoires. Komm, dann machen wir eben noch ein paar Accessoires rein. Kette. Ja, die sieht man jetzt zwar nicht, aber trotzdem, wir brauchen eine Kette. Brillen. Wir haben eine Brille auf. Welche habe ich denn hier auf? Ja, okay. Gut, dann schauen wir mal, ob wir so ein ähnliches Modell finden. Ich glaube, wir werden es nicht finden. Okay, sehe ich so aus? Nein. Aber gut. So, jetzt wollen wir nochmal bei den Haaren da gucken. Warte mal. Halt, stopp, alle anzeigen. Das können wir ja hier oben auch dementsprechend auswählen. So, Frisur, Sportkleidung, okay. So, Armbekleidung, genau. Oh. Armbekleidung, da wollen wir Länge, ja, ist okay. Textur, passt. Mutterauswahl, Packs, haben wir hier noch irgendwie Packs? Nee, gerade nicht. Okay, dann lassen wir das erstmal so oben auf. Wir wollen natürlich einen großen Bizeps haben. Und große Unterarme, für was auch immer. So, breite Schultern. Okay, jetzt sehen wir etwas komisch aus.
So, okay, jetzt können wir hier eine Kombination auswählen. Overlays. Nein, ich möchte keine Kleider. Suits. Da sehen wir schon wieder zu Businessman-mäßig aus. Nee, so sehe ich aus, als würde ich gerade heiraten gehen. Kostüm. Nein, gut, zum Glück nicht. Bademäntel. Nein, Dessous. Was? Nein, komm, einfach Overworlds. Was? Hallo? Okay, Tops. Pullover, Tanktops mit Knöpfen. Ich möchte am liebsten ein Hemd. Komm, Poloshirt. Keine Ergebnisse. Achso, warte mal. Darum. Okay, jetzt wird uns mehr angezeigt. So, okay, das schaut auch interessant aus. Den möchte ich bitte. Am besten noch eine Hose. Ohne Hose gehe ich nicht aus dem Haus. Freunde, wie sieht euer perfekter Sims aus? Beschreibt sie mal bitte in den Kommentaren. Und falls möglich, schickt es mir mal bitte per Instagram. Das würde mich mal interessieren. So, das sieht schon mal gut aus. Okay, wir sind immer Businessmen und dementsprechend brauchen wir jetzt hier noch keine Turnschuhe. Halbschuhe. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Okay, perfekt. Unser Business-Outfit sieht doch schon mal perfekt aus. Können wir jetzt hier noch Luxusuhren oder sowas anlegen? Warte mal, Armbänder, Handschuhe, Ringe, Leggings. Wollte ich jetzt nicht anziehen. Ringe. Komm, da brauchen wir noch irgendwie so einen schönen goldenen Ring, der dann auch zeigt, dass wir der Boss hier sind. Armbänder. So, haben wir ja auch noch eine teure Uhr. So, okay, die haben wir jetzt auch ausgewählt. Perfekt. So, sind wir etwas breiter? Nö. Oder sind wir so ein Lauch? Nö, auch nicht. Sagen. So. Das sieht irgendwie zu breit aus. Alter. Er sieht einfach aus wie so eine Wand. Ich würde sagen, das passt doch hier. Okay. So ähnlich sehe ich auch aus, oder? Vergleicht mal. Nein? Okay. So. Körper, das passt ja. Was stand da noch? Tattoos? Nee, brauchen wir nicht. Alles klar, Freunde. Dann haben wir hier schon mal den ersten Sim. Und jetzt brauchen wir noch den Herrn Praktikanten oder Frau Praktikantin. Was? Genetikexperimente. Ich habe Angst. Nicht, dass da jetzt ein Hund-Mensch rauskommt. So. Ah, okay, das ist cool. So, unbekannter Elternteil. Erstelle ein Kind. Nein, ich möchte kein Kind haben. Ich möchte ein Elternteil. Ich habe Angst. Also, ich bin... Was? Ach, ich soll mein eigenes Elternteil hier erstellen. Sag das doch mal jemand. Aber Bruder, Schwester, das finde ich auch wieder interessant. Wie sehen die denn aus? Nein. Bitte eine andere Schwester, die möchte ich nicht. Nein. Auch nicht. Die sieht doch ganz nett aus. Ja. So. Müssen wir hier noch ein bisschen bearbeiten. Also sie kriegt ein kleines bisschen dickere Arme. Unten auch. Was sieht denn da an? Ist das eine Kippe? Weiß ich nicht. So. Okay. Nein. Das soll... Alter. Das ist okay. Es ist sehr interessant, was wir hier alles konfigurieren können. Ist sie schwanger? So, okay. Ganz nett aus. Okay, Freunde. Dann lassen wir die mal hier drin. Und dann machen wir noch eine weitere Person. Also, sie heißt auch Weber. Das ist meine Schwester. Und da brauchen wir noch unseren Praktikanten, der auch bei uns mitlebt. Ich bin mal gespannt. Nichts löschen.
Das ist doch kein Praktikant, der sieht aus wie unser Chauffeur. Zufällig wählen. Boah, dieser. Wir brauchen jemanden, der richtig aussieht wie so ein Praktikant. Der sieht nicht aus wie ein Praktikant. Sieht aus wie ein Sportler. Der sieht anders aus. Sieht auch anders aus. Der sieht auch nicht wie ein Praktikant aus. Mit den Schuhen doch nicht. Lol. Der sieht erst aus wie so ein Hipster, aber durch die tiefe Stimme und den Schnurrbart sieht er dann auch wieder älter aus. Der sieht aus wie ein Koch. Der sieht aus wie ein Jogger. Der sieht aus wie... Ich hab keine Ahnung. Ist auch kein Praktikant. Das ist eine komische Stimme. Du bist eher ein Rocker und kein Praktikant. Wer bist du? Der sieht komisch aus. Komm, den müssen wir doch eben gestalten, weil ich finde, es ist wichtig, eine interessante Person hier zu haben. Wir müssen aber mal eine andere Bekleidung hier machen. Hat der einen Rock? Warte mal. Können wir dem einen Rock anziehen? Wir ziehen ihn einfach mal einen Rock an. Hallo. So, Filterauswahl. Endlich. Okay. Das geht ja tatsächlich! Oh Gott. Also, Herr Praktikant. Herr Praktikant, Nein, ich ziehe dem jetzt lieber keinen Rock an. Das sieht dann doch ein bisschen komisch aus. Aber eine kurze Hose. Was ist das denn für eine kurze Hose schon wieder? Er soll zwar albern aussehen, aber so albern dann auch schon wieder nicht. Es wird ja immer kürzer. Hat der Hotpants an. Witzig. Noch irgendwas anderes? Ich möchte dem jetzt schlecht diese Hotpants anlassen. Wenn ich so eine Bauarbeiterhose, weil die hatten wir ja gerade schon. Warte mal, die hier sieht so halbwegs bauarbeitermäßig aus. Bundeswehr sieht das aus, aber okay. Gut, dann lassen wir das lieber so. Schuhe brauchen wir unten noch Stiefel. Ja, lassen wir mal diese Stiefel an. So. Tops. Brauchen wir eine Jacke. Haben wir da irgendwie so eine Warnweste? Oder sowas in der Art? Das sieht jetzt zwar nicht aus wie eine Warnweste, aber kann man durchgehen lassen, würde ich sagen. So, Blusen brauchen wir nicht. T-Shirts, Pullover, Tanktops brauchen wir auch nicht. Mit Knöpfen. Ach, Freunde, es gibt hier so viel zum Gestalten. Sweatshirts, nee, Anzugsjacken. Nee, Anzug kriege ich da nicht. Polo-Shirts? Nein. Okay, perfekt. Gut, dann lassen wir den auch mal so. Ja, wir müssen hier noch Pflichtfelder ausfüllen. Ah, warte mal, genau, sie hat noch keinen Namen. Wir nennen sie einfach Lisa. Lisa Weber. Okay. Und genau, ihr Bestreben. Sie möchte gerne Liebe. Sie ist eine Serienromantikerin, genau. So, als Merkmal. Sie ist, was ist sie denn? Sie ist romantisch. Sie ist ein Genie, so wie ich. Sie ist kreativ und öfter mal wütend. Okay. Gut. So, dann müssen wir hier noch eben unseren Sim 3. Hallo, ich heiße... Das sieht so komisch aus, da war ich wieder was Komisches kreiert. Ich heiße Herr... Ups. Herr... Herr Praktikant. Das ist Herr Praktikant. Herr Praktikant ist, ja, komisch. Könnt ihr das auch anklicken? Nein, beliebt soll er nicht werden. Vermögen soll er auch keins aufbauen. Natur. Er mag die Natur. Genau.
Er sammelt alles. So, Merkmal. Er ist ein Spinner. Oh, Ogalonk Amaboyne. Er ist fröhlich. Ein Genie ist er nicht. Ja, okay, das passt. Selbstsicher zu sein, oder? Ja, okay, mach mal so. Okay, perfekt. So, Herr Praktikant, dann Benny Weber und Lisa Weber. Wir sind bereit für das Game. So, wähle das Häkchen aus, um den Haushalt in deiner Bibliothek zu speichern und das Spiel zu beginnen. Ja, speichern und spielen. Also wir sind Geschwisterpaar und der Herr Praktikant ist halt so ein einzelner Typ. Also wenn das Geschwisterpärchen hier sagt, so, Herr Praktikant, Sie nerven uns, können wir Sie rausschmeißen. So, womit fangen wir denn mal an? Ich würde sagen einfach mit, da gibt es Dinosaurier, okay. Budget von 24.000 Euro nur, nicht viel. So, sagen, komm, einfach hier Willow Creek. Wohnwelt wählen. Du musst ein unbewohntes Grundstück für deinen Haushalt wählen. Dieses Grundstück kannst du dir nicht leisten, das auch nicht. Knarrende Hütte. Okay. Einsamen Bächlein. Weil ich wollte hier lieber ein vorgefertigtes Haus kaufen. Weil das ist eigentlich auch ganz cool. Wenn man da so ein vorgefertigtes Haus hat. Knarrende Hütte. Ich weiß gerade nicht. Hier vom Budget her. Das Grundstück kannst du dir nicht leisten. Das auch nicht. Das nicht. Das nicht. Das ist bewohnt. Blümchenhügel. Das ist jetzt die Frage. 30 A 20. Das ist auch mit am teuersten. 15 könnte theoretisch schon reichen. Hier haben wir natürlich zwei Betten. Aber wir brauchen ja drei Betten. Und am besten zwei Toiletten. Komm, wir nehmen einfach mal das hier. Können uns das noch vorher angucken. Möbliert bitte. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Budget. Wann ihr könnt und in den Kommentaren abstimmen, ob wir in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen cheaten sollen oder nicht, weil cheaten gibt es auch. Ich meine, cheaten sollte man ja nicht unbedingt machen, aber damit kann man sehr viele witzige Dinge freischalten. Ja, so. Das ist die knarrende Hütte von Bauhof Weber. So, Hallöchen. Direkt am Wasser, das ist doch schön. Da ist auch die Nachbarschaft. Toll. Es ist nicht gerade groß, aber okay. So. Wir schauen mal. So. Ah, okay. Also das ist unser Dach. Geht es nicht noch höher? Ah, doch. So, das ist unser Dach. Gut, dann können die sich jetzt mal anfreunden hier. Wir nehmen jetzt mal den... Nehmen wir denn mal den Benny. Komm. Hier, Benny ist cool. Benny kann coole Witze erzählen. Nee, warte. Wir müssen Benny mal kurz noch auswählen. So, Benny Weber. So, das wird eine witzige Dreier-WG. So. Wir lernen uns jetzt erstmal kennen. Ach, ich meinte meine Schwester hier. Komm. Zuspruch geben. Ja. Zuspruch geben. Man muss ihr Zuspruch geben. So, Benny hat seine Charisma-Fähigkeit verbessert und macht nun häufig erfolgreiche Witze. Sehr gut. Hören Neville, naja, okay. So. Ein Hüftstoß, das ist doch immer der gute Anfang einer tollen Geschwisterschaft. So. Herr Praktikant, wir müssen jemanden parodieren. Wir parodieren jetzt mal Benny. Gucken, was sie machen. Ich bin gespannt. Ach, das ist ein Hüftstoß, okay. Interessant. Er mag Panzer. Das ist schön, Herr Praktikant. Ach, deswegen, das erklärt einiges, Herr Praktikant. Okay, der Praktikant macht deswegen immer so viel Blödsinn. Wenn er Panzer und Zerstörung mag, das macht einiges. Oh, so, gemeinsam Foto machen. Komm, wir machen mal ein Selfie. Ohne den Praktikanten. Nein! Warum ist er denn mit drauf? Jetzt ist der mit drauf auf dem Bild. So, wie war denn dein Tag, Schwesterchen? Das freut mich, Lisa. Das freut mich sehr.
Ich habe zwar keine Ahnung, was sie da erzählt, aber sieht schon mal gut aus. So, mehr Auswahl. Polizistwitz. Polizistwitz, komm. Geht ein Polizist zu... Was erzählt er? Okay, ein Galgenmännchen. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Den habe ich nicht verstanden. Habt ihr den verstanden? So. Unfug, gemein, lustig. Was haben wir denn noch so? Freundlich. Okay. So, okay. Dann lassen wir die erstmal hier machen. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir das hier mit unserem Bettchen machen. Mir gehört natürlich das Bett. Herr Praktikant kann gerne hier drin schlafen. Oh, da kommt jemand. Wer ist denn er hier? Hallo, wer bist du? Ach, das ist eine besoffene Person. Die wollen wir lieber nicht reinlassen. Hallo, warum haben Sie denn Teller dabei? Was ist das? Ist das Kuchen? Das ist ein Willkommenskuchen und die sieht ganz hübsch aus. Okay, wir quatschen ihn mal direkt an. Ich will den Kuchen haben. Den soll der Praktikant nicht bekommen. So, komm schnell raus hier. Hier hingehen. Benny, komm. Hier, komm. Nein, geh doch nicht weg. Komm hier hin. Hier hin. Hallo. Schöne Frau, kommen Sie mal hier hin. Nicht hier hingehen. Schneller. Benny, beeil dich doch. Die Frau rennt weg. Ah, so. Nachbar hereinbitten. Und dann lustig vorstellen. Freundlich vorstellen. Komm, die sieht so nett aus. Hallo. Fabo Sabe? Was macht die da? Hallo! Warten Sie doch! Kennenlernen! Hallo! Weder Praktikant schnappt sich die jetzt, dann gibt's aber hier richtig Ärger. Benny, wo bleibst du denn? Immer wenn es um Frauen geht, bist du weg. Was? Hallo? Jetzt kommst du mal hier hin. Die geht schon wieder! Weil du nicht kommst, Herr Benny. Da, sie kommt wieder. Perfekt. Komm. Halt. Stopp. Witz über Pinguine. Warum denn über Pinguine? Er steht da einfach. Vorm Nachbarhaus. Jetzt geht sie doch schon wieder weg, Benny. Komm. So, Benny. Hier hingehen. Aber sofort. So. Gut, er geht da jetzt hin. Dann schnappen wir uns die. Wie heißt sie denn? Ich würde die gerne kennenlernen. Bleibt er schon wieder stehen? Die ganze Zeit bleibt er stehen. Das gibt es doch nicht. So. Du brauchst mich nicht anbetteln. So, ich möchte gerne lieb sein und fürs Kommen danken. So, sie mag Kunst, das mögen wir so halbwegs auch. Nein. Halt, bleibst du wohl hier. So, wir wollen jetzt erstmal romantisch sein. Flirten. Komm, nein, Benny. Benny, kommst du wohl zurück? Wir müssen uns diese Person warm halten, weil sie sieht doch ganz nett aus und Benny kann hier definitiv eine Freundin im Spiel gebrauchen. So. Ah, das kam gut bei ihr an, das freut mich. So, Anmachspruch. Komm. Oh, sie mag Autos, die mögen wir auch. Und Gaming! Perfekt, heirate mich. Können wir direkt den Eintrag machen? Swag, was? So. Bemvoy? Shanawi? Zoibem. Ups. Banagrabe. Sie ist Single. Ja, Auswahl. Komm, wir müssen weiter romantisch sein. Schnelle wieder gut machen. Was machen die da? Könnt ihr aber aufhören, am Handy rumzutippen? Ja, sie surfen bei dem Internet. Was ist das denn für eine Beziehung, die da eingehen? Hallo. Da. Mehr Auswahl. Romantik. Schnelle Wiedergutmachung. Hey, jump.
Du müsstest das anders angehen. So. Sie mag Feuer. Warum? Aber es gefällt ihr. So, okay. So, jetzt flirten wir sie mal ein bisschen an. Hat sie mir gerade einen Korb gegeben? Sie mag keine Insekten. Summer Holiday heißt sie. Auch ein super Name. Summer Holiday heißt bei mir was anderes, aber ist okay. Bleibst du wohl hier? Komm her. Komm hier hin. Kennenlernen. Hallo. Ich möchte nicht beschämt sein. Oh Gott, oh Gott. Das war eine unangenehme. Okay. Zusprich und selbstsicher werden. Von Ideen erzählen. Ja, weil ich ein Genie bin. Das stimmt. Hat. Was? Warum redet sie denn über. Wieso redet sie darüber, dass sie sich gerne in die Hose macht? So. Brauche eine schnelle Wiedergutmachung. Es muss jetzt wieder alles. Der hat eben schon gezogen. Dementsprechend. Schreib's jetzt nochmal. So. Witz über Pinguine. Pinguine sind immer witzig. So, wir müssen weiter dort eine emotionale Bindung aufbauen zu ihr. Aber wir dürfen nicht in der Friendzone landen. Das wäre nicht so schön. So, über örtliche Jugendbeschwerden. Die Jugend von heute. Die macht nur Blödsinn. Sie sollten mal mehr Benny abonnieren. Also, absurdes Gerücht verbreiten. Das absurde Gerücht ist, dass es bald Merchandise von Benny gibt. Oh, das hat sie jetzt verschreckt. Bleib hier! Benny ist ein Spinner. Nein, ich bin kein Spinner. Der Praktikant ist ein Spinner. Hallo. Romantik. Kompliment über Aussehen machen. Sie sehen sehr gut aus. Geht die gerade bei uns ins Badezimmer? Ach so. Warum stehen die denn alle in meinem Schlafzimmer? Geht ihr mal da bitte raus? Wo bleib ich denn schon wieder? Ah, da komme ich. Sehr gut. Wir müssen definitiv noch eine Etage draufsetzen. Sobald wir mehr Geld haben. Das ist halt hier so die Frage. Schon wieder? Was soll denn das? Nein. Ja. Mehr Auswahl. Komm, wir versuchen einfach mal alles. Komplimente über Aussehen machen. Du siehst heute wundervoll aus. Sie gibt mir die ganze Zeit Körbe. Könnt ihr irgendwie einsperren? Über Grundbesitz plaudern. So, jetzt machen wir mal ein bisschen hier angeberisch und sagen, das ist mein Haus. Dieser. Wollte schon sagen, wäschst du dir nicht die Hände? Ist das eine Großmutter? Ja, dann lassen wir die jetzt erstmal in Ruhe. Seniorin, komm, mehr Auswahl. Ach, wir können da auch Romantik machen. Flirten. Komm, wir flirten jetzt mit unserer Seniorin. Er hat schon wieder einen Korb bekommen. Ist das nicht witzig? Wir sind so froh, dass wir so tolle Nachbarn haben wie euch. Ja. Jetzt, guck mal, jetzt kriegen wir Benny gerade dazu, dass er nur Fails machen. Vor allem verstecken. Ja. Das ist nicht so gut. Geh einfach ins Bett. So, Herr Praktikant, Sie müssen sich mit Lisa streiten. Weil Sie sollen... Was? Wie, der ist glücklich? Praktikant darf nicht glücklich sein. So, Praktikant soll ein herzenkommendes Kompliment machen. Ja, Tag verschönern, Blödsinn. Du machst dich nicht an meine Schwester hier ran. So, gibt's auch eine gemeine Aktion. Beleidigen. So, komm, beleidige sie mal bitte. Das ist schon mal sehr gut. Die sollen sich richtig hassen. Anbrüllen, komm, brüll sie an. Du hast blöde Kleidung an. Sehr gut. Über Outfits spotten. Guck dich doch mal an, dein Outfit. Das tragen wir doch heutzutage auf der Müllhalde. Als Müllmann. Deine Mutter ist ein Lama. Oh, wir können Getränke. Wir können Getränk werfen. Wir können doch kein Getränk mehr werfen. Ich wollte ein Getränk werfen. Ach,
Emotionen. Nein, gemein. Getränk werfen. Bitte wirf ihr ein Getränk ins Gesicht. Getränk werfen. Ich will das sehen. So, mehr Auswahl. Gemein. Geil. Oh, Lisa ist wütend. Das ist doch sehr gut. Komm, mach das nochmal. Mach das nochmal. Wenn du Eier in der Hose hast, darfst du das nochmal machen. Geil. So, dann beleidigen wir sie nochmal und dann unsere Beziehung hier perfekt. Eins müssen wir noch machen. So, um zu beruhigen, nein. Unfug. Erschrecken. Wow, sie hat sich ja richtig erschrocken. So, komm. Noch einmal richtig gemein sein. Was können wir noch machen? Beschämt. Kämpfen! Geil! Die prügeln sich gleich. LOL! Ey! Können wir bitte aufhören, so viel Staub zu machen? Wer gewinnt denn da jetzt überhaupt? Der Praktikant oder die Lisa? Ich bin für Lisa. Okay, macht ruhig weiter. Abscheuliche Konfrontation. Was können wir noch machen? Kämpfen haben wir ja schon. Die prügeln sich ja schon wieder. Nee, zum Feind erklären, das wollen wir ja nicht machen. Die müssen ja noch irgendwie hier zusammenleben. Okay, wir haben den Balken schon komplett voll. So, Freunde. Alles klar. Ja, das war's auf jeden Fall mit der ersten Folge von Sims 4. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mal einen fetten Daumen nach oben da. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit dem Herrn Praktikanten. Ich bin gespannt, wie sich das noch weiter auswirkt. Der Herr Praktikant muss jetzt gerade erstmal aufs Klo. Und dann würde ich sagen, wer noch nicht in der Benny-Army drin ist, einfach kostenlos auf Abonnieren drücken. Und dann seid ihr auch in der Benny-Army drin. Einfach die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.